Oh mein. Und so habe ich nichts ahnender Tor, wie nie zuvor, diesem törichten Halunken doch wahrlich eine stattliche Summe gezahlt. Wer hätte auch damit gerechnet? Womit? Mit einer stattlichen Summe? Stimmt. Summe. Das ist wirklich was zum Rechnen. So Mann so, plus so Mann gleich Summe. Ja, ja. Ja, man rechnet mit Summen, so ist das. Nein, man rechnet mit Summanden und kommt auf eine Summe. Great, now let's get back to the game. Ja. Und was muss ich nun vernehmen? Ah, dass es auch noch der Arm eines Menschen ist. Mein Herr, ihr seid ein... Monster! Ihr seid so verdorben wie die Schatten! Ich hatte keine Ahnung, dass es ein Arm ist. Ich schwöre das auf mein Reich zu. Als ich den Arm sah, war es schon so. Ja, das war schon so. Da, genau, man müsste jetzt so mit Layton zu seiner Mama gehen. Wir möchten den umtauschen. War das schon immer so? Das war ein versteckter Mangel. Können wir den umtauschen? Nein, die 2 Jahre Gewährleistung sind schon abgelaufen. Und Herstellergarantie gibt's auf ihn nicht. Great. Now let's get back to the game. Was meint ihr damit? Ja, was meinst du damit? Moment, ich hab noch was. Köstritzer Schwarzbier. Die schlaue Art zu waschen. So. Kam leider nicht an. Oh, die schlaue Art zu waschen war's. So. Ich betrat den Raum als letzter. Das Teil fiel mir direkt auf. Dass ihm kein anderes vergoldetes Teil aufgefallen ist. Stimmt, da wäre ja noch was. Achso, nee, das Teil fiel mir direkt auf und da lag der Arm. Dieser goldene Arm. Was denn? Das hat einen Moment gedauert, bis ich den hatte. Achso. Was? Welchen? Mit dem Teil? Na, ihn! Ja! dieser goldene Arm. Der in Richtung Decke zeigte und dabei voller Autorität und Optimismus funkelte. Ich dachte, es war ein Zeichen. Ich denke immer an das andere Teil. Ich dachte, es war ein Zeichen, das mir den Weg zu einem besseren, freundlicheren und reicheren Morgen zeigen sollte. Und jetzt soll das alles vergeblich sein? Och man, du solltest so einen Mist noch lassen. Abspielen. Aber jetzt ist zu spät. So ein Mist! Es war für mich wie ein Kunstwerk und ein wertvolles noch dazu. Und anschließend fand es einen Weg in eure Taschen und ihr habt es verökert? Yep. Ihr brachtet es auf einen gruben Ständer an. Er fandet einen kitschigen Namen. Und gab es als Skulptur aus. Yep. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Danke, Herr Bierstedt. Sie sprechen mir aus dem Mund. Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich? Nein, wirklich nicht. Ah, das hast du gut gemacht. Versucht. Warte. Sag nochmal, dass ich es gut gemacht habe. Du hast das voll verhauen. Juhu! Versucht jetzt nicht, euch von der Wahrheit abzuwenden. Verflucht noch eins. Ich kann mich von allem abwenden, wenn ich es will. Ey, das ist auch eine Leistung. Juhu!
Ich wende mich von den Fakten ab und der Zukunft zu. Schau immer auf die Sonnenseite. Das ist das Motto von Vivian dem Ersten, der Vivian Walsum von Walsum und Walsum GmbH. Juhu! Kapitel zu Ende. Oh! Wieso steht jetzt Leighton da? Warum steht er nicht im Zeugen? Ja, Leighton zur Gerichtsakte hinzugefügt. Wo waren wir? Ach ja. Moment. Wo war denn das jetzt nochmal? Ich muss mal was gucken. Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. Leighton zur Gerichtsakte hinzugefügt. Juhu! Ach ja, der Arm des Opfers wurde von einem meisterhaften Handwerker erfolgreich wieder angebracht. Moment mal. Wenn man jetzt Professor Leighton jetzt diesen Arm wieder anbringt, macht das dann wirklich ein Handwerker oder muss da ein Chirurg ran? Das ist eine Frage für die Philosophen. Ja. Ah. Ritter der Gerechtigkeit, ihr mögt die Zeugen nun weiter befragen. Das ist toll, wie der da steht. Und wie er glänzt. Ja. Ja. Er funkelt so schön. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn jetzt nochmal? Ach so, nee, hä? Wo hab ich denn die Münze her gehabt? Ach, egal. Ach nee, die hast du abgespielt! Das war ich ja gar nicht. Na, dann ist kein Wunder. Nee. Hast du mich reingelegt? Nein. Nein, wirklich nicht. Nein, das war ich nicht. Okay. Immerhin wissen wir jetzt eines definitiv. Wie nun klar ersichtlich ist, hielt das Opfer auf keinen Fall ein Messer in der Hand. Dieses wäre nämlich jetzt auch... Nein, wirklich nicht. Dieses wäre jetzt auch vergoldet. Oje, Mini. Mir dünkt, meine Augen haben mir einen Streich gespielt. Wenn ich genauer drüber nachdenke, war das Opfer schließlich schon zu Gold geworden, als wir alle die Stube betraten. Oh Gott. Den Zeugenaussagen zufolge war dies der Fall, das stimmt. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Mir gesteht mir sicherlich zu, dass es ein leichtes ist, diesen glänzenden Finger mit einem anderen Körperteil oder einem Messer zu verwechseln. Ja. Nein. Warte. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Genau für so einen Fall wollte ich nämlich diesen Sound. In der Tat. In der Tat. Nein, wirklich nicht. In der Tat. Nein, wirklich nicht. Nicht, dass ich wüsste. In der Tat. Nicht, dass ich wüsste. Ah, Moment, hä? Ach so, ah. Ich muss das mal ändern. Ich muss mal schnell einen... Moment, Settings. Ich brauche eine andere Taste für den Stopp. Ich weiß, welchen Sound wir noch brauchen. Welchen? Das Jeopardy-Lied für solche Fälle. Oh Mann. Da denke ich... In der Tat. Dass wir das tun. Dass wir das brauchen. Great. Now let's get back to the game. Okay, dann lies mal vor. Oder hast du schon? In der Tat. Der Finger des Opfers funkelt wie die Klinge eines Schwerts. Er wirkt derart machtvoll und intensiv.
Wer? Oh Mann. Er. Ja, jeden, der diesen Finger auf sich ruft, dürfte es kalt überlaufen. Kein Rätsel kann den mächtigen Finger des Wolfs. Was? Was? Ich habe gerade statt Finger was anderes verstanden. Was hast du verstanden? Den mächtigen Piep-Piep-R. Der mächtige Fick, aber das kann ich nicht sagen. Ich kann schon, aber ja. Ich sollte nicht. Okay, weiter. Du solltest nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, sollte ich wirklich nicht. Jugendschutz und so. Und keinem fällt auf, dass der Fingerzeig eigentlich mein Markenzeichen ist. Stimmt. Ist es wirklich so? Wir haben den beide. Das ist nicht sein Markenzeichen. Nein, wirklich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich wollte auch. Nein, wirklich nicht. Das ist nicht sein Markenzeichen. Okay, vielleicht auch, aber... Oh, Moment. Wenn es danach geht, tatsächlich. In der Tat. Weil, wer war zuerst da? Professor Layton oder Phoenix? Gute Frage. Ich würde tippen Phoenix, aber ich bin mir nicht sicher. Und warum? Es gibt da sogar eine ganz einfache Erklärung für. Wie? Ach so, ich dachte, du hast jetzt auf die Release-Dates angespielt. Nee, dann, was meinst du jetzt? Ja, Release-Dates. Ja, genau die meine ich. Im Grunde kann es ja nur dessen Markenzeichen sein, der es zuerst benutzt hat. Ja. Und, und Phoenix Wright ist einfach release-technisch viel früher rausgekommen als Layton. Denn die Phoenix Wright-Spiele gibt es ja auch schon als Game Boy Advance-Spiele, nur nicht im Westen. Nur in Japan. Na los, drück mal den Sound. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Also, deswegen machen wir jetzt auch weiter. Ist doch egal, wessen Markenzeichen das ist. Es ist das von Bayer. Great. Let's get back to the game. Ich finde auch deinen Finger, deinen Piep, ziemlich beeindruckend, Phoenix. Ach, sie bemitleidet mich doch nur. Sein Fingerzeug ist ein bisschen doof. Wollte gerade sagen, er hat auch einen. Habt ihr noch etwas dazu zu sagen, Herr Blaubock? Herr Blaubock. Blaubock. Und wie macht ein Blaubock? Blau, Blaue! Blaue! Blaue oder rote oder. Oh Gott. Was? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Der totale Schwachsinn, Mann. Das ist, der ist noch viel cooler als One Punch Man. Der totale Schwachsinn. Mein Lieblings-Superhero ist aber immer noch. Na, wer? Mein Lieblings-Superhero ist aber immer noch Captain Obvious. Weißt du, wer mein Lieblings-Superhero ist? Das ist der Mario! Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja. Kannst du? Wie ich zuvor schon sagte, ob das Opfer ein Messer hatte oder nicht, ist völlig und absolut irrelevant. Mhm. Genau, völlig irreal. Ich entschuldige euch jetzt besser mal hurtig. Mich einfach so zu belästigen. Oh, schöne Musik. Kommt nicht an gerade. Jetzt kommt sie. Ach, das ist schön. Nein, ist das wirklich schon alles? Kann uns dieser Arm echt keine weiteren Indizien liefern? Wir sind so weit gekommen. Gekommen sind wir. So weit.
Vielleicht gibt es ja sonst noch was, das du die Zeugen fragen könntest. Da hat sie recht. Ich muss wohl noch weitere Fragen stellen.